Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, und zwar ein weiteres Unboxing-Video. Ja Mensch, ne? Unser letztes Unboxing-Video kam ja relativ gut an. Dafür schon mal vielen Dank an der Stelle. Aber heute haben wir mal was noch Spezielleres für euch, und zwar, okay, es ist wieder ein Headset, aber es ist nicht irgendein Headset. Nein, es ist ein Gaming-Headset der Oberklasse, meine Freunde. Und zwar von der netten Firma SteelSeries, die uns das netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ah, da freut sich der SoPro aber ganz besonders, weil das ist schon was ganz Spezielles. Und zwar ist es das SteelSeries H Wireless Gaming Headset, meine Freunde. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, das nette Headset, was bei der PlayStation 4 dabei lag, was man wieso dann in die Mikrowelle gepackt hat. Nein, das hier ist was ganz Tolles. So, und dann wollen wir uns das mal angucken, und zwar von innen, und werden es mal auspacken. Wir haben hier, ah, das finde ich immer so schön, das ist was Edles. Es fühlt sich auch edel an. Sehr schön. Das kommt dann erstmal an die Seite. Und hier. Mit dem Emblem. Das sieht aus wie so eine Collectors. Also die Box ist wirklich sehr hochwertig, wie so eine Collectors Edition von einem tollen Gaming-Headset auf jeden Fall. Anders kann man es nicht sagen. So, jetzt machen wir es mal irgendwie auf. Ah, Schiebeverfahren, das kriegen wir hin. Legen wir es mal hin. Also, ich möchte nochmal kurz sagen, es wirkt. Bevor wir es jetzt aufmachen, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Nein, bin ich nicht. Bevor wir es jetzt aufmachen, sehen wir hier die typischen Abbildungen, was da alles bei ist, was es kann und überhaupt. Dann legen wir das mal wieder an die Seite. Der Karton, die Box, wirkt sehr hochwertig, was aber auch in dieser Preiskategorie oder Preisklasse zu erwarten ist. Also zu hoffen, ne? Man weiß ja heutzutage nie. Und jetzt machen wir hier. Und dann haben wir hier, na, da war es dann drin. Und hier ist das gute Stück, meine Damen und Herren. Da ist es. Machen wir mal schön eine Aufnahme. Nehmen wir mal schon mal vorsichtig das Ding hier erstmal zur Seite, weil da kümmern wir uns gleich drum. Und gucken wir erstmal, was dabei ist. Und zwar haben wir, oh ja, hier. Das ist ja richtig hier schaumstoffmäßig. Also das ist ja schön. Das ist ja richtig, das ist Plastik, aber es ist so weicher, schöner. Also ist toll, toll. Hier, da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber das hier, meine Damen und Herren, ist natürlich das Allerwichtigste. Das sind die Spielkugeln. Deswegen holt man sich das ganze Teil. Naja, ich krieg's jetzt nicht ab, weil ich habe Angst, wenn ich das jetzt rausreiße, dass hier alles sich verteilt. Deswegen, ne? Die Spielkugeln. Hier. Das ist das Allerbeste. Nein, natürlich nicht, meine Freunde. Nein, wir haben. Oh, ist. Oh. Und hier unten ist auch noch ein Karton versteckt. Das ist die Treasure Map. Und die ist auch noch festgeklebt. Also, wir haben hier. Eine Menge Gewusel. Aber wir kommen voran. Ah, hier ist sogar noch der Aufkleber. Da muss man aufpassen. So. Bist du dran festgemacht, sag mal. Ja, gut. Also wir machen es jetzt so auf. Ich gehe stark davon aus, dass hier die ganzen Kabel und so drin sind. Ja. Hier ist mit einem schönen Aufkleber. Das ist doch was Feines. Den werden wir auch positionieren, den schönen Aufkleber. Dann haben wir hier Kabel A, Kabel B, C, nach C kommt bekanntlich D, E, einen Adapter, Akkus, dazu kommen wir gleich, noch mehr USB-Kabel, und verschiedene weitere Steckmöglichkeiten. Hier ist wirklich eine Menge dabei, meine Freunde. Das ist quasi wie eine Wundertüte mit vielen Sachen. So, machen wir erstmal so. Das hier, meine Freunde, ist quasi der Adapter, mit dem ihr dann zwischen könnt und sowas, was ihr dann auch im kommenden Review-Video dann erfahren werdet. Da werden wir genauer drauf eingehen. Sieht gut aus. Ist gut verarbeitet, ist nicht jetzt irgendwie total, fühlt sich nicht billig an, sondern ordentlich. Das muss man schon wirklich sagen. Aber nun, meine Freunde, kommen wir zum Allerwichtigsten, das Headset. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich werde das gleich nochmal in einem extra Video ein wenig zeigen. Und wie gesagt, das Review-Video, da gehen wir dann genauer drauf ein. Das ist ja hier richtig, richtig, oh, das ist, da freut sich mein Kopf drauf. Das wird richtig, richtig schön gut aussehen. Oh. Ja.
Und nicht wie beim letzten Headset. Nein, das hier ist wirklich, das merkt man, das ist gute Qualität. Und ja, hier, da freuen wir. Ach, schön. Und hier Mikrofon. Ja, da hat sich natürlich auch das Problem mit dem Mikrofon erledigt, meine Freunde. Aber ja, das werden wir nochmal gucken, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, das ist das Unboxing-Video, nicht das Review-Video. Die Akkus kommen, meine ich, hier irgendwo rein. Das werden wir dann auch später lösen. Aber nun gut, fassen wir mal zusammen. SteelSeries H Wireless Gaming Headset. Ein Gaming-Headset der Oberklasse. Ersteindruck Bombe, Note 1 plus, also Verpackung super gemacht, sehr edel, sehr viel Sachen dabei, komplett überfordert erstmal, sehr viel Input und freue mich, das testen zu dürfen. Meine Freunde, wir sehen uns dann und hören uns dann im nächsten Video, in unserem Review-Video. Ich bin euer SoPro, vielen Dank, dass ihr dieses Unboxing-Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal, haut's rein!